Wir haben gerade besprochen, dass binäre Zahlen den großen Vorteil haben, dass sie im Computer mit Strom oder mit Spannung sehr leicht zu repräsentieren sind. Allerdings haben Sie bereits gemerkt, dass sie auch sehr, sehr lang sind und für uns Menschen relativ schwer zu verstehen und damit zu arbeiten sind. Deswegen präsentiere ich Ihnen heute auch ein weiteres System, das sogenannte oktale System, das etwas kürzer ist, fast so kurz wie das Dezimale, aber auch einen weiteren Vorteil hat, den ich Ihnen gleich erkläre. Erstmal müssen wir sehen, was das oktale System überhaupt ist. Oktal kommt von Oktave, Latein, und das bedeutet nichts anderes als eine 8. Und dort werden wir genau 8 verschiedene Ziffern benutzen, von 0 bis 7. Die üblichen, die wir auch im Dezimalsystem benutzen. Sehen wir uns doch mal ein Beispiel an. Wir anfangen damit zu rechnen, dass wir sagen, eine 0 und eine 1 sind die wir auch schon kennen, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die sind alle gleich wie davor. Allerdings mit der 7 hören wir auch gleich wieder auf. Das ist unsere 8. Ziffer. Und wir beginnen dann mit einer 1, 0, 1, 1 und so weiter bis eine 1, 7. Was ist jetzt das ersehnte Vorteil im Vergleich zu Dezimal? Warum haben wir nicht gleich Dezimal genommen? Oktal hat eine sehr interessante Eigenschaft. Nehmen wir doch mal eine binäre Zahl. Nehmen wir die binären Zahlen von 0 bis 7. Das wäre 0, 1, 1, 0. Machen wir hier die zweite Stufe dazu. Die machen wir mal drittstellig. Das wäre eine 1, 0, 0, eine 1, 0, 0, eine 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Das sind unsere Zahlen jetzt zwischen 0 und 7, genau wie wir sie hier auch hatten. Und das ist eben genau das Interessanteste, dass genau mit der 7 haben wir aufgehört. Wenn ich jetzt also eine sehr lange binäre Zahl hätte, ich suche mir jetzt irgendeine zufällige Zahl hier aus, es ist vollkommen egal, welche es ist, kann ich sie in Dreiergruppen sortieren. Und diese Dreiergruppen direkt in Oktal dann übergehen. Das heißt, hier die 001 muss ich mir nur angucken, wo das ist. 001 wäre eine 1. 111 wäre die 7. 110 wäre die 6. 110 wieder die 6, wieder die 6 und hier ist es eine 0. Und so kann ich jetzt viel einfacher von binär zu oktal und von oktal zu binär repräsentieren und konvertieren. Das ist ein großes Vorteil im Vergleich zu Dezimal. Jetzt kann ich es direkt machen, ohne irgendwelche Rechnungen, ohne irgendwelche Division oder Multiplikation. Deswegen habe ich auch jetzt oktal vorpräsentiert.